Hallo und herzlich willkommen zum Special zum 300 Abonnenten, ja Jubiläum will ich mal fast sagen. Ich habe euch ja gefragt, ob ihr vielleicht Fragen an mich habt und ihr habt euch fleißig beteiligt und insgesamt haben 10 Leute Fragen gestellt. Ich habe es mir auch extra ausgedruckt, damit ich jetzt keine Frage vergesse oder übersehe. Und es sind viele schöne Fragen dabei herausgekommen, viele interessante denke ich auch mal, aber ich will jetzt auch nicht groß vorweg labern, aber eins möchte ich euch noch sagen, vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und auch für die 300 Abonnenten. Das war für mich ein sehr schönes Ziel, was ich eigentlich erst so angepeilt hatte, ja, vielleicht zu Ende des Jahres 300 Stück könnte man vielleicht hinkriegen. Aber natürlich haben wir es jetzt etwas früher erreicht, so ein ganz kleines bisschen. Freut mich natürlich sehr. Jetzt muss ich das Jahresziel etwas nach oben korrigieren, befürchte ich. Sind jetzt auch schon seit dem Pickup-Video, wo ich ja den Aufruf zu den Fragen gestellt habe, sind ja glaube ich schon wieder fast 8 Leute dazugekommen oder so. Wenn ihr das seht, einen neuen herzlich willkommen bei mir auf jeden Fall. Die alten natürlich auch. Vielen, vielen Dank für eure lange, lange Unterstützung. Freut mich wirklich sehr, dass meine Videos bei euch anscheinend so gut ankommen. Und dass ihr auch immer fleißig dabei bleibt. Finde ich sehr, sehr schön. Freut mich sehr, sehr, sehr groß. Aber das war's mit dem Geschleime. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle noch an euch. Fangen wir mit den Fragen an. Und zwar, ich habe die Fragen jetzt nach denen sortiert, die quasi am ersten gestellt haben und die arbeite ich die jetzt alle ab. Auf jeden Fall, der Splatterwolf hat zuerst gefragt und zwar Frage 1, wie viele Gameboy Games hast du schon? Ich habe jetzt genau meiner Liste nachgeschaut, weil ich glaube, jeder Sammler, der viele Spiele hat, der wird in irgendeiner Weise irgendeine Excel-Liste führen oder ähnliches. Genauso mache ich das natürlich auch. Nur, dass ich bei mir natürlich noch so zusätzliche Spalten drin habe, wie habe ich da schon ein Video von gemacht und so weiter. Dass ich dann auch einfach mal, wenn ich mal gucken will, für welchen Test ich ein Video machen will, gucke ich einfach in die Excel-Liste, okay, das ist, braucht noch einen Test, weil sonst verliert man da echt die Übersicht. Ich habe genau 128. Die seht ihr im Prinzip alle hier. Ich weiß, das sieht relativ unauffällig aus. Also ich habe... Die meisten habe ich in diesen Nintendo DS Cases untergebracht, weil das einfach schöner aussieht. Zeige ich euch gleich noch bei einer anderen Frage mal im Detail, wie die aussehen. Dann habe ich hier so ein paar lose Module. Das ganz einfach war mal für diese DS Module, so Vorlagen braucht für die Sachen, die man ausdruckt, für die Inlays. Und die gibt es leider nicht für alle Spiele. Die muss man sich denn selber basteln, aber da bin ich meistens ehrlich gesagt zu bequem für. Und deswegen ist das hier eine ganz schöne Lösung. Und zwar wurde ich immer mal wieder gefragt, was das ist. Das sind Nagellackregale. Die könnt ihr relativ günstig bei Amazon kriegen. Und da passen die Dinge eigentlich prima rein. Es ist schön präsentiert und nicht irgendwie sowieso so eine Krabbelbox oder irgendwie sowas. Ich finde irgendwie, das sieht gar nicht wie 128 aus. Ne? Aber ja, so über die Zeit kommt immer mal wieder was zusammen. Denn... fragt er auch noch, hast du ein paar Hidden Gems? Ja, Hidden Gems finde ich immer so ein bisschen diesen Ausdruck überstrapaziert. Also so amerikanische YouTuber wie Metal Jesus Rocks benutzt er natürlich den immer, um das groß anzukündigen. Was ich persönlich aber sehr unterschätzt finde, und da kommen wir jetzt auch zu, ist zum Beispiel Lucky Luke. Und Lucky Luke, hier seht ihr auch übrigens mal die DS-Hülle, die sehen sehr, sehr schön aus, finde ich, ist so eine schöne Sache. Und zwar diese ganzen Infogrames-Spiele der Zeit, die zu diesen europäischen Comics wie Lucky Luke, Asterix und so weiter, Schlümpfe, auch 1A, sind ja alle von Infogrames gepublished. Die haben alle so den ungefähren Stil, haben einen sehr, sehr guten Soundtrack immer, finde ich. Der geht sofort ins Ohr, wenn man so ein Spiel aus dieser Reihe anmacht, da hört man sofort irgendwie die Grooven schön mit. Sind echt spitze geraten. Also Lucky Luke ist sehr schön. Sind eigentlich alle, gehen nach demselben Schema. Sind alles Plattformer, die jetzt nichts großartig, ganz, ganz Besonderes bieten eigentlich. Aber sind sehr, sehr solide umgesetzt. Technik ist immer sehr gut. Wird natürlich immer teilweise auch ja, so ein typisches Level denn reingesetzt wie ein Lorenfahrt, halt sowas. Ihr kennt das Spiel.
Sehr, sehr schön. Wird von den amerikanischen YouTubern natürlich überhaupt nicht beachtet, diese Spiele, weil natürlich nur Europa exklusiv oder die meisten zumindest. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt auch einen Test für die Schlümpfe für den Gameboy gemacht. Das müsste so in 2 Wochen erscheinen oder so. Ich hätte Urlaub, glaube ich, ein bisschen vorproduziert. So, das erschien in den USA, aber die beiden weiteren Teile bei uns zum Beispiel nicht. Und dadurch ist das da gar nicht so präsent. Sind aber alles sehr, sehr gute Plattformer. Sind natürlich jetzt nicht Spitzenklasse, aber ich glaube, so Spitzenklasse wären auch keine Hidden Gems. Also die kann ich sehr, sehr empfehlen, diese Infogrames-Spiels. Wie zum Beispiel Lucky Luke. Sehr, sehr empfehlenswert. Sollte man auf jeden Fall mal reinspielen, wenn man auf solide Plattformer steht, würde ich sagen. So. Dann die nächste Frage. Welches ist das teuerste Spiel in deiner Sammlung? Das kann ich euch auch zeigen. Genau das. Secret of Mana. Eines meiner liebsten Spiele für das Super Nintendo. Da kommen wir nachher nochmal zu der Frage. Das musste ich unbedingt in der Originalverpackung haben. Und zwar gibt es für diese Super Nintendo diese Big Boxes, nennt sich das. Wo auch immer noch ein Spieleberater dabei war und so weiter. Gibt's, boah, ich weiß gar nicht wie viel genau, 6 oder 7 oder 8 davon oder mehr oder weniger. Ihr werdet wahrscheinlich in den Kommentaren jetzt fragen, warum weißt du das nicht? Aber das wollte ich unbedingt haben, weil ich das als Kind geliebt habe. Ich weiß doch, damals wurde ein relativer Hype um das Spiel aufgebaut. Es war natürlich auch was riesen Tolles, Besonderes, das in dieser großen Box zu haben auf jeden Fall. Und habe sogar noch ein Buch dazu bekommen, Spieleberater 1a. Und deswegen sammle ich diese Spiele, ich bin ja kein OVP-Sammler, aber diese Spiele, weil die eben sowas Besonderes repräsentieren, sammle ich auch. Und Secret of Mana ist dann leider eines der teuersten. Ich habe dafür, glaube ich, 110 Euro bezahlt, was jetzt auch eher so ein etwas höherer Kurs oder ein mittlerer Kurs ist. Ist in sehr guten Zustand. Habe ich natürlich jetzt auch so eine Plastikschutzfolie drum gemacht. Ja, also der Weidemann zum Beispiel, weiß ich, der hat ein Schnäppchen gemacht, der das jetzt, glaube ich, für 70 Euro gekriegt oder sowas. Das ist natürlich Deal des Jahres fast, würde ich sagen. Ich bin beim Kaufen bin ich aber auch immer nicht so von wegen, ich suche jetzt nicht Monate und Monate. Ich will das Spiel haben, ich sehe ein Angebot, was für mich okay ist, dann schlage ich dazu. Ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt sich irgendein festes Preislimit gesetzt hat. Ich gucke von mir, ich achte immer so ein bisschen auf mein Bauchgefühl. Zahle ich natürlich teilweise wahrscheinlich im Zweifel etwas mehr, als nötig gewesen wäre. Aber für mich ist da diese Bequemlichkeit da. Ich habe an dieser Jagd an sich nicht so viel Spaß. Ich will lieber das Spiel haben, aber ich schweife voll ab. Auf jeden Fall Secret of Mana. So, mit welchem Gameboy spielst du am liebsten? Also mit diesen reinen Handhelds spiele ich eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so oft, muss ich sagen. Ich habe auch von eigentlichen Gameboys, habe ich hier mein Gameboy Pocket, im Prinzip als Sammlerstück. Also theoretisch wäre das ein grauer Original Gameboy, weil ich früher so einen hatte. Aber ja, ich will mir mal keinen kaufen, weil ich mir immer denke, okay, ich habe das Budget. Ich weiß, dass das bei mir wahrscheinlich eher nur ein Aufstellungsstück sein wird. Und die müssen natürlich in gutem Zustand sein und so weiter. Deswegen sind die Dinger natürlich dann auch nicht gerade billig. Und dann denke ich mir vor allem, okay, gut, dann kaufst du lieber jetzt eine Handvoll Gameboy-Spiele. Da hast du ein bisschen mehr davon, als wenn du einen Staubfänger im Regal hast. Aber ich kann euch einen Tipp geben, wenn ich was mit dem Handheld spiele, benutze ich den hier. Und zwar, ich weiß, ja, viele werden ihn vielleicht kennen, viele nicht. Das ist im Prinzip ein China-Knock-Off vom Game Boy, nennt sich GB Boy Color. Er kann also normal Classic Game Boy Spiele spielen und Color Spiele. Man sieht, hat auch einen Modulschacht. Und der hat einen großen Vorteil. A, er ist nicht teuer. Den kriegt man so um die 35 Euro bei eBay. Einfach mal GB Boy Color eingeben. Findet ihr den schnell. Und zwar hat der einen großen Vorteil. Ihr seht selber. Hintergrundbeleuchtung. Und es gehen die Originalmodule rein. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Ich halte es mal in die Kamera. Es sind natürlich auch ein paar Spiele vorinstalliert, was natürlich nicht offiziell sein wird, aber na gut, ist ja egal. Also das Steuerkreuz und so weiter, die gehen natürlich in Ordnung, sind jetzt aber natürlich nicht die besten. Aber ich habe jetzt bisher ein paar Gameboy-Spiele reingetan. Läuft gut, hat Hintergrundbeleuchtung, preis-leistungsmäßig ist das Ding echt top. Und Nintendo, wie wär's mal mit sowas als offiziellen Re-Release, als quasi
Gameboy Mini oder sowas, obwohl ja Mini sollten die denn ja nicht sein, aber in dieser NES Mini, Super Nintendo Mini und bestimmt kommt auch bald ein Nintendo 64 Mini. Sowas als Gameboy, schön grau auf Nostalgie gemacht, mit einem schönen Display-Hintergrundbeleuchtung. Da könnt ihr 60, 70 Euro für verlangen, vielleicht noch ein paar Spiele vorinstalliert. Wenn es irgendwelche China-Knock-Off-Firmen hinkriegen, dann könnt ihr das doch wahrscheinlich auch hinkriegen, Nintendo, oder? Also, wäre doch mal eine schöne Anregung. Da, sowas wird sie wahrscheinlich verkaufen ohne Ende. Aber wie gesagt, so als kleiner Geheimtipp für alle, die so einen einfach mit Hintergrundbeleuchtung haben wollen, finde ich und gar nicht mal so schlecht. So. Denn die letzte Frage vom Splatterwolf, ich merke schon, das Video wird echt laberig. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich so etwas abschweife manchmal. Von welchem Spiel hättest du dir eine Gameboy-Version gewünscht? Da habe ich ehrlich gesagt so etwas überlegen müssen, als ich die Frage gehört habe. Aber eigentlich ist die Frage simpel, und zwar Zelda 1 und 2. Weil es wurden ja so einige Spiele vom NES auf den Gameboy portiert. Wie auch zum Beispiel Blades of Steel oder sowas. Sind ja beides 8-Bit-Systeme, deswegen hat das ganz gut gepasst. Und Link's Awakening hat ja gezeigt, dass ein Zelda durchaus sehr, sehr gut auf dem Gameboy ist. Ne? Also, warum denn nicht einfach Zelda 1 und 2 rüberportiert? Vielleicht ein bisschen aufgemöbelt von der Grafik, denselben Grafik-Assets wie Link's Awakening genommen. Weil das Zelda ist doch bestimmt gut gelaufen auf dem Gameboy. Also, warum dann nicht ein bisschen einkassieren? Auch von Super Nintendo haben sie es ja gemacht mit Mario All-Stars, ne? Wo sie die ganzen alten Spiele als HD-Remake im Prinzip auf das System gebracht haben. Wäre doch bestimmt auch für das Gameboy gegangen, oder? Also das wäre echt eine feine Sache gewesen, glaube ich. Aber naja, gut. Das waren auf jeden Fall die Fragen von dem Splatterwolf. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für die Fragen. Und kommen wir zu dem nächsten, und zwar zu Schulkritik TV. Auch du bist ein langer, langer Zuschauer. Grüße an dich. Und sehr, sehr schöne Fragen hast du gestellt. Und zwar ziehen die darauf ab, wir haben festgestellt, dass wir so eine gleiche Leidenschaft haben, und zwar Strategie- bzw. Taktikspiele auf dem PC. Und deswegen ziehen die natürlich darauf ab. Frage 1. Wie bist du in Kontakt mit Total War gekommen? Kurze Erklärung für die Nicht-PC-Spieler. Total War ist eine Strategieserie, die es schon seit Urzeiten für den PC gibt. Die ist im Prinzip auf zwei Teile aufgebrochen. Ihr habt so eine Strategie. Übersicht mit einer Weltkarte, wo ihr Städte aufbaut, Armeen aushebt und so weiter. Und wenn es zum Kampf kommt, dann kommt ihr zu so einem richtigen Schlachtfeldüberblick, wo ihr dann eure einzelnen Truppen hinschicken müsst, taktisch und so weiter. Muss natürlich so das Übliche beachten, wie zum Beispiel natürlich die gut gepanzerten Fernkämpfer nach vorne, dann hinten die Bogenschützen, dann die Reiter, die schön von der Flanke herkommen und so weiter. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ja, wie bin ich in Kontakt mit der Serie gekommen? Und zwar eigentlich schon mit dem allerersten Teil. Ich weiß gar nicht, wann der erschienen ist. Irgendwann um 2000 herum, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das schon ein Jahr vorher war oder kurz nachher. Und zwar ist das nämlich mit Shogun gestartet. Das hat quasi, also diese Total War Serie, die holt sich immer so eine Zeitepoche ab, die dann abgebildet wird, so mit verschiedenen, mit den ganzen Einheiten und so weiter. Also es gibt da, Shogun war der Start. Da war das japanische Mittelalter der Fokus. Dann gibt es aber auch Rome, wo die römische Zeit mit den Barbaren und so weiter genommen wird. Dann gibt es da noch Medieval. Und was ich halt jetzt aktuell spiele, das Warhammer-Universum. Da sind es ein bisschen von der realistischen Geschichtsbetrachtung auf das Fantasy-Szenario gegangen. Und ich bin da ein sehr, sehr großer Warhammer-Fan. Bin halt für mich natürlich da sehr drüber gefreut. Gibt es auch schon zwei Teile. Der allererste Teil habe ich damals gespielt, weil ich schon damals Strategiespiele sehr gerne gemacht habe. Habe die Serie dann aber so ein bisschen aus den Augen verloren. Und was mich dann wieder zurückgeholt hat, paradoxerweise, war dann Shogun 2, was vor 10 Jahren? Was? Ist es schon so lange her, wie was denn erschienen ist? Quasi ein Remake oder ein Nachfolger von der Zeitepoche vom ersten Teil. Das habe ich dann wieder zurückgeholt und angefixt. Und natürlich dann jetzt noch mit den Warhammer Teilen bin ich sehr, sehr zufrieden. Sehr, sehr schöne Serie. Also alle, die auch ab und zu auf dem PC spielen, sollen sich das mal angucken. Ist eigentlich relativ zugänglich, würde ich sagen. Und das ist eigentlich für jede Zeitepoche ist da ein Spiel da. Ein paar fehlen noch meiner Meinung nach, aber kommt bestimmt noch auch irgendwann. So, und dann schon mal Hearts of Iron, wovon es gefühlt 100 Let's Plays auf meinem Kanal gibt, gespielt.
Würde ich gerne, also wenn ihr euch das mal interessiert, geht natürlich auf seinen Kanal, guckt euch mal die Let's Plays von dem Guten an. Ja, ich kenne die Serie auf jeden Fall, ich habe sie aber noch nie gespielt und zwar aus einem Grund. Die ist sehr, sehr komplex. Ich hätte theoretisch Lust auf diese Spielserie. Das ist halt nochmal quasi, für alle die es nicht kennen, das von Total War nochmal ein komplexer und nur rundenbasiert gemacht. Da wird dann hauptsächlich die Zeit des Zweiten Weltkrieges abgebildet. Es sieht immer sehr, sehr gut aus, aber das ist wirklich sehr, sehr komplex, weil man wirklich bei, sagen wir mal so, bei der Total War Serie muss man vielleicht 10, 15 Sachen so beachten und bei der Serie sind es gleich 100 Faktoren hier nach Versorgungslinien und so weiter, die man dann bauen muss und das ist mir leider zu komplex, wobei das wirklich ja, mir Spaß machen könnte, aber ich habe so viel wenig Zeit zum Spielen leider. Das ist leider das Los, wenn man etwas älter wird, würde ich sagen. Ne? Und dann die Frage 3. Was ist für dich das schlechteste Spiel aller Zeiten? Da musste ich echt lange überlegen. Ganz ehrlich, so richtig, richtig schlecht. Also um schlechte Spiele habe ich eigentlich so immer einen Bogen rumgemacht. Weil ich bin natürlich gut informiert, habe immer fleißig Testzeitschriften gelesen und so weiter. Deswegen bin ich da jetzt nie so hundertprozentig irgendwo reingefallen. Aber ein Spiel kann ich euch nennen, oder sagen wir mal zwei. Bart vs. Juggernauts für das Game Boy. Und zwar kam das aus einer Zeit, genauso wie mit The Amazing Spider-Man für den Game Boy, kam aus einer Zeit, da war ich eben noch nicht so gut informiert. Da war meine einzige Informationsquelle das Club Nintendo Magazin. Und wie jeder weiß, ist das nicht unbedingt für eine neutrale Berichterstattung bekannt, sage ich mal. Das war ja eher ein glorifiziertes Werbeheft. Aber die Spiele kannte ich nicht, dachte aber, sie wären geil, habe sie mir von einem Kumpel geliehen, weil A, das erste Simpsons und Spider-Man geht immer und die sind so mies. Und da war, ich weiß, das hat sich so bei mir reingebrannt, dass die so schlecht sind, dass das so mein Gedächtnis geblieben ist. Und deswegen sind das für mich die schlechtesten Spiele aller Zeiten, obwohl ich, denke ich mal, auch Spiele gespielt habe, die eigentlich theoretisch schlechter wären, aber einfach mit dieser Verknüpfung sind die meine schlechtesten Spiele. Das waren die Fragen vom guten Schulkritik-TV. Und dann kommen wir zum Stefan. Grüße auch an dich und danke nochmal für deinen Wunsch für Retro Panda quält sich. So, welche Retro-Konsole ist deiner Meinung nach von der Qualität und dem Unterhaltungswert der Spiele her bemessen die beste? Die Antwort ist super einfach, das Super Nintendo. Ganz einfach, weil das so eine große Bandbreite an vielfältigen Spielen hat, also das NES mag ich auch sehr gerne oder den Game Boy natürlich auch, aber die Spiele auf diesen beiden Systemen sind eigentlich eher simpel gestrickt. Und erst auf Super Nintendo merkt man, finde ich, so den Sprung vom 8-Bit auf 16-Bit, sowohl natürlich in der Technik, logischerweise vom Aussehen, als auch von der Spielvielfalt. Da gibt es halt einfach nicht nur die Plattformer, da gibt es diese richtig, richtig guten, komplexen Rollenspiele zum Beispiel, die ich sehr gerne gespielt habe. Und auch mal so Experimente wie Pilot Wings, was ganz anderes macht, Mario Kart und so weiter. Die Bandbreite ist dadurch viel, viel größer. Und ich finde, also der 8-Bit-Stil vom NES, der ist heute immer noch gut anzusehen, da will ich nichts gegen sagen. Aber der 16-Bit-Stil von Super Nintendo ist noch ein Tick besser gealtert. Also theoretisch finde ich, würde man die Auflösung etwas erhöhen vom Super Nintendo, dann könnte das teilweise heute noch in irgendein Indie-Spiel sein, was im Pixel-Look veröffentlicht wurde. Also die sind wirklich top gealtert, was ich nicht so sehe, so ein Nintendo 64 oder so, was, wo ich dann ja schon aus der Konsolenzyklus ausgestiegen bin, weil dieses Früh 3D fand ich immer, na, ne. Aber jedenfalls, deswegen das Super Nintendo ist auf jeden Fall das am besten gealtert ist. So, dann kommen wir zum nächsten, und zwar von Lord Pumpkin. Wie viele Spiele hast du insgesamt und was ist dein Lieblingsspiel? Da habe ich dich ja gefragt, ist schwer zu beantworten, mein absolutes Lieblingsspiel, deswegen würde ich das so ein bisschen nach meinem System, die ich quasi aktuell sammle, etwas aufdröseln. Also zum ersten Mal, auch da habe ich natürlich in meine schlaue Excel-Liste geguckt. Entschuldigung, ich muss mir jetzt ein bisschen räuspern. Ich glaube, ich laber echt viel. Ich glaube, ich mache gleich mal eine Trinkpause. Wie viele Spiele hast du insgesamt? Ja, also meine Liste habe ich geguckt, das sind allein hier das physische 270 Stück ungefähr. Ich runde jetzt natürlich.
Und wenn man die virtuellen noch dazu zählt, auf Steam kommen nochmal 200 ungefähr dazu. Bei Steam, boah, ja, also es ist besser geworden mit mir, muss ich sagen. Aber damals in jedem Sale habe ich immer enorm zugeschlagen, weil einfach die Angebote sehr gut waren. Aber mittlerweile bin ich ja mehr so in Richtung physisch sammeln gegangen, weil es einfach besser aussieht und man hat was in der Hand einfach. Auf jeden Fall, ja, so viele Spiele habe ich. Das ist, finde ich, gar nicht mal so wenig. Also was ich so über die Zeit jetzt angesammelt habe, vor allem das Physische, das sammle ich jetzt erst so seit 2,5, 3 Jahren ungefähr. Also da ist schon so einiges dazugekommen, würde ich sagen. Ja, welche Spiele sind meine Lieblingsspiele? Fangen wir an mit dem Game Boy. Das seht ihr hier eindeutig. Ja, auch da habe ich mir die OVP extra gegönnt. Link's Awakening für den Game Boy. Ich habe das Spiel wirklich damals, ja, ein Dutzend Mal, nicht unbedingt, aber auf jeden Fall 5, 6 Mal bestimmt durchgespielt, weil ich dieses Spiel einfach so geliebt habe. Und ich bin eigentlich so einer, der ein Spiel nicht mehrmals durchspielt, deswegen, das bedeutet wirklich was. Finde ich herrlich, dieses Spiel, die Atmosphäre, dieser Humor, die ganze Aufmachung, die super Technik, die mir immer noch damals das Gehirn weggeblasen hat, weil das so super auf dem Gameboy aussieht und heute immer noch. Also das ist wirklich ein Meisterwerk und eigentlich mein liebstes Zelda-Spiel aller Zeiten. Ich weiß, sagen nicht viele, aber für mich absolut. Ja, Super Nintendo, waren wir beim Thema. Secret of Mana. Kann man nicht anders sagen. Ich war nie, ehrlich gesagt, dieser große Plattformer-Fan. Deswegen fällt jetzt auch Super Mario World für mich heraus. Habe natürlich auch viel Zeit in Super Mario Kart verbracht mit meinem Bruder damals, aber auch so mit Rennspielen. Ja, also ich muss mich ja so ein bisschen outen, ne? Super Mario Kart bin ich nicht so der übergroße Fan. Ich spiele es mal gerne. Aber ich habe es zum Beispiel jetzt auch für die Switch mir nicht geholt, weil ich ganz genau weiß, für mich ist das so eine Art Party-Gruppenspiel. Also ich würde da nie alleine sitzen und da ständig die ganzen Kurse abfahren. Sehen viele anders, schimpft mich als Ketzer, aber ist einfach nicht meins, was ich jetzt so bespielen würde. Aber sowas, perfekt. NES. DuckTales, auch hier. Ihr merkt schon, für meine Lieblingsspiele, da habe ich mir extra auch immer mal ausnahmsweise die OVP geholt, obwohl ich es eigentlich nicht sammle. Herrliches Spiel habe ich auf den Gameboy vor allen Dingen geliebt, ohne Ende. Und die ist ja quasi eine Portierung der NES-Version. Und deswegen ist das ja mein Lieblingsspiel. Damals vielleicht so gesehen waren ein paar andere Spiele ja mir eher dran, weil das NES DuckTales nicht hatte, aber für mich ist das Spiel einfach die perfekte Mischung. Ist aber mein absolutes Lieblingsspiel, ist aber auch kein Geheimtipp. Ja, PC. Da wird's schwer. Da wird's echt schwer. Also modern würde ich sagen, Dota 2. Ich weiß, da werden viele Fragezeichen von Augen haben, aber ich spiel's eigentlich mehrmals in der Woche und gerne. Ich ärgere mich oft, weil ich nicht weiterkomme, weil ich wieder irgendwelche blöden Teamkameraden zugelost bekomme oder irgendwie sowas. Aber ich habe jetzt mal bei Steam geguckt. Ich habe da irgendwie, seitdem es rauskommt, das ist 2013, glaube ich, rausgekommen, also vor 5 oder 6 Jahren, habe ich da 2500 Stunden drin verbracht. Also wenn man rein danach gehen würde, ist das mein Lieblingsspiel. Wobei ich jetzt aus dem Herzen heraus nicht sagen würde, ich spiele das zwar gerne, aber ist nicht mein Lieblingsspiel. Und zwar würde ich da sagen Half-Life. Und zwar aus einem Grund, weil ich das so mit diesen schönen LAN- bzw. Netzwerkzeiten von damals, wo man sich ja immer mit vielen getroffen hat, mit Netzwerk verbunden hat und dann gezockt hat, in den ganzen Mods, die es dazu gab. Counter-Strike kam ja aus Half-Life und so weiter. Das hat mir natürlich schon alleine das Singleplayer-Feeling, war Spitzenklasse, hat mich damals sehr, sehr begeistert. Und das ist, glaube ich, wirklich mein Lieblingsspiel. Obwohl, wenn ich dann natürlich noch ein bisschen weiter zurückgehe, gibt es bei der Epoche natürlich wieder. Also, ja, das PC ist schwer. Das müsste ich so in verschiedenen Epochen aufteilen. Aber ich glaube, so modern, nach der Spielzeit Dota, aber sonst, glaube ich, All-Time-Favorite, ist schon Half-Life. Ist schon geil gewesen.
Das war die Frage von Lord Pumpkin und ich mache jetzt erstmal eine Trinkpause. So, und die nächste Frage kommt von meinem guten Kollegen und Mitkollaborateur, sage ich mal, bei unserem Projekt natürlich, von Schroffgezockt, dem Onkel Weidemann. Und zwar, hast du bestimmte YouTuber verfolgt, bevor du mit Videomachen begonnen hast? Falls ja, welche waren das und waren diese Leute für dich Inspiration oder reine Unterhaltung? Ich muss sagen, also die YouTuber haben bei mir so die Augen geöffnet. Also allerdings die amerikanischen bzw. englischsprachigen. Also ich habe das Glück, ich kann ganz gut Englisch verstehen, deswegen verfolge ich auf YouTube eigentlich meistens auch wirklich englische Kanäle, weil ich kein Problem habe, zum Glück die Leute zu verstehen. Natürlich abgesehen von euch, ne? Hier Weidemann, Schroffgezockt und so weiter, halt diese kleine YouTube-Community. Also große deutsche YouTuber verfolge ich gar nicht. Komisch irgendwie, ne? Also da gehe ich eher auf die amerikanischen. Ja, also reingerutscht in die ganze Sache, sag ich mal, bin ich durch ein Angry Video Game Nerd. Und zwar war das, das war bestimmt vor, ich glaube 2011, 2012 sogar schon. Also ich habe lange YouTube passiv konsumiert, bevor ich den Sprung in den eigenen Kanal gewagt habe. Deswegen, wenn ihr bei mir auf den Kanalinfo geht, da ist auch vor Ewigkeit der Kanal erstellt worden. Aber ich mache seit ungefähr anderthalb Jahren erst wirklich Content selber. Und zwar der enge Video Game Nerd, auf den bin ich irgendwann mal bei YouTube gestoßen, bei dem Teenage Mutant Hero Turtle Video für das NES. Und da habe ich halt gesehen, hey, boah, geil, das hast du auch damals gehabt und an denselben Stellen hast du dich geärgert und so weiter. Also habe ich denen gefolgt und dadurch bin ich halt in diese amerikanische Sammlerszene gerutscht, also wie zum Beispiel Pat the NES Punk oder auch Metal Jesus Rocks, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, als sehr empfehlenswerte Kanäle, die sich so ein bisschen um das Sammeln und so weiter drehen. Und das hat mir erst die Augen geöffnet, hey, das ist ja ein Hobby. Da gibt es ja wirklich viele, die diese ollen Kamellen sammeln. Und dann habe ich halt irgendwann für mich selber entschlossen, ich habe das alles eher immer passiv verfolgt, mir selber auch ein System zu kaufen. Ich habe mir dann irgendwann Super Nintendo gekauft mit Mario Kart, um das mit meiner damaligen Frau dann zu zocken. Und da bin ich ja reingerutscht und dann musste ich woanders arbeiten, weil da Notstand war, über mehrere Monate. Und da war ein Videospielladen, der hat auch diese ollen Kamellen verkauft, also Super Nintendo und so weiter. Und da ich dann ja eh auswärts gearbeitet habe, war keine schöne Zeit, habe ich mir schön was gekauft. Und dadurch bin ich dann da so reingerutscht. Und dadurch hat sich dann auch mein Augenfeld, Aufmerksamkeit in der Hinsicht, sage ich mal, geöffnet. Und habe erst gemerkt, wie viel Spiele ich damals wirklich verpasst habe, auf jeden Fall. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, ich hole ganz weit aus. Ich habe schon gerade gesehen, wir sind irgendwie bei 25 Minuten schon oder ähnliches. Und ich habe, glaube ich, die Fragen erst so ungefähr halb abgearbeitet. Auf jeden Fall habe ich dann halt gemerkt, gut, wenn ich bei eBay mal geguckt habe oder sowas und ich das Spiel nicht kannte, dann habe ich dann kurz bei YouTube eingegeben, blablabla, Test oder irgend sowas, ne? Um mal zu gucken, was verbirgt sich überhaupt dahinter. Weil ich kenne natürlich nicht viele Spiele, ich kenne auch immer noch nicht alle Spiele. Und meine Videos, Tests, die ich mache und sowas, sind so auch eher so als meine Reise zum Kennenlernen der Bibliothek und so weiter zu verstehen. Wenn ich das für mich selber arbeite, dann kann ich auch ein Video machen, aber da kommen wir gleich später zu. Ja, ich merke schon, ich kriege gerade sehr Zusammenhang. Ist die Hitze! Ich schieb's auf die Hitze. Es ist eine gute Ausrede, denke ich. Auf jeden Fall habe ich halt deutschsprachig nicht groß was gefunden, wo halt ein kurz und knapp, wie ich das mache, ich will mich jetzt nicht hochloben, aber ne, halt ein kurzes, knappes Format von wegen, wo kurz gesagt wird, hier, das Spiel bietet das, ist gut umgesetzt, ist schlecht umgesetzt. Sowas wollte ich halt haben. Und da habe ich halt die Marktlücke entdeckt. Im englischsprachigen Raum, was eine direkte Inspiration für meinen Kanal war, ist der Kanal SNES Drunk. Der macht das für Super Nintendo Spiele, auch so 3-4 Minuten Videos ungefähr. Der macht das allerdings so etwas lockerer. Ich hab da so eine feste Struktur in meinen Videos mit einer Einleitung, kurz Erscheinungsjahr sagen, Gameplay, Technik und Fazit. Der macht das so etwas lockerer, aber das Format fand ich eigentlich sehr, sehr schön und hab das dann halt für mich so ein bisschen übernommen und angepasst und dadurch hat sich der Kanal auch so etwas entwickelt. Vielen Dank für deine Frage auf jeden Fall. Dann hat die Michaela eine Frage gestellt. Und zwar, hoffst du für ein bestimmtes System mal komplett alle Spiele zu besitzen?
Nicht direkt. Also auf Full Set sammeln gehe ich persönlich nicht. Aber ich hätte auch nichts dagegen, sagen wir es mal so. Also ich will das jetzt nicht zwanghaft irgendwie herbeiführen. Aber wenn ein System, dann wäre es schon bei Game Boy, hätte ich wirklich Bock drauf. Und zwar aus einer Sache, ihr kennt es wahrscheinlich alle. Ihr wart als Kind damals, oh, was wäre es, wenn ich mal alle Gameboy-Spiele hätte? Ja, das wäre echt geil, oder? Und dann, so wenn ich den früheren Henning von damals und zeigen kann, hey, wirst du mal haben. Ich weiß, das ist eine bekloppte Vorstellung. Aber das wäre schon geil. Wobei, ich weiß nicht, ob ich das wirklich irgendwie mal hinkriegen würde. Wenn ich vielleicht merke, okay, es fehlen nur 30, 40 Spiele, würde ich das natürlich forcieren. Aber so ist es mittlerweile, weil dann natürlich auch viele, viele seltene und sehr teure Spiele dabei wären, wo ich den vielleicht nicht unbedingt bereit bin, so viel Geld zu bezahlen. Also, wäre schön, aber ist jetzt nicht so mein erklärtes Ziel, ehrlich gesagt. So, und legst du Wert drauf, dass die Anleitung dabei ist, zum Beispiel bei Gameboy-Modulen? Nein. Komplett überhaupt nicht. Ihr habt es ja gesehen, ich bastel mir im Zweifel auch immer selber die Höhlen. Also eine Anleitung, wenn sie dabei ist und der Preis jetzt dadurch nicht irgendwie groß höher ist, nehme ich es mal mit, habe ich natürlich nicht nichts dagegen. Blätter ich auch gerne mal durch. Einfach, ja, so ein bisschen Nostalgie, weil früher hat man ja auch als Kind dann wirklich jeden Bestandteil der Packung auseinandergenommen und ne, durchgeblättert. Oh, das kann man auch machen und so weiter. War natürlich schon immer tierisch geil. Nehme ich mal mit, aber ich lege jetzt auch da nicht den Fokus drauf. Bei ein paar Spielen habe ich es dabei, wo ich mich auch freue, dass ich dabei habe. Aber wenn jetzt irgendwer quasi um die Ecke kommen würde und die Anleitung sucht und würde dann gegen Module tauschen, würde ich die auch eintauschen. Also, ja, wie gesagt, Pluspunkt, wenn es nicht viel teurer ist, ja, aber jetzt nicht, dass ich da zwanghaft nach suche. Weil ich glaube, dem wäre es auch noch schwieriger, meine Spiele zu finden. Auch da habe ich einige Spiele. Ich gucke gerade hier, hier halte ich mal in die Kamera. Da ist das Cover auch nicht so richtig geil. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, das ist so etwas ausgewaschen und so weiter. Also auf den Zustand lege ich in der Hinsicht eigentlich nur einen Wert, dass das natürlich jetzt nicht komplett abgeranzt sein soll. Also das Cover soll natürlich da sein. Soll auch einigermaßen gut aussehen. Kann natürlich meinetwegen ein bisschen ausgeblichen sein. Wenn ich da vielleicht irgendwann mal ein Upgrade kriege, klar. Aber bei mir ist das Spiel im Vordergrund quasi der Nutzen. Das Modul ist bei mir eher ein, ja, Nutzmittel, wenn man das so ausdrücken will. Und dadurch lege ich dann nicht so viel Wert drauf. Also danke für deine Fragen, Michaela. So, und der gute Walter Wind, an dieser Stelle viele, viele Grüße an dich. Du warst einer meiner ersten Abonnenten, das weiß ich. Du warst sehr, sehr, sehr früh dabei und da möchte ich mich natürlich bei dir nochmal herzlich bedanken. So, die erste Frage. Sammelst du auch Nintendo Spieleberater? Falls ja, vielleicht hast du ja mal Lust darüber ein Video zu machen. Jein. Also Spieleberater, natürlich sind die beiden OVPs dabei. Ich hätte auch Lust, wirklich mal ein Video darüber zu machen. Das Problem ist jedoch meine technische Ausstattung. Also ich nehme das jetzt mit einer Logitech Webcam auf. Diese ist natürlich jetzt nicht so geil. Und wenn ich jetzt wirklich ja, so ein Druckerzeugnis, nenne ich es mal, den wirklich filmen will, da brauche ich schon wirklich eine Kamera, die eine richtig, richtig gute Qualität natürlich auch hinkriegt. Also ich habe jetzt aus der kleinen Webcam mit Beleuchtung und so weiter, hole ich das Beste raus. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt im Nahbereich da irgendwas aufnehme, dann kommt das nicht so gut rüber. Und wenn nämlich natürlich wirklich ein gutes, scharfes Ergebnis bei euch abliefern. Und ja, ich habe jetzt mal so ganz, ganz grob recherchiert. So 500, 600 € muss man da, glaube ich, für eine gute Kamera auf jeden Fall einplanen. Das ist mir jetzt noch zu teuer, vielleicht irgendwann nochmal. Ich habe da so ein bisschen was im Hintergedanken. Wenn ihr auch mal gute Kameras für sowas aufzunehmen und halt allgemein YouTube mal kennt, haut die in die Kommentare rein. Ich bin natürlich für eine Beratung gerne bereit, weil ich weiß, das ist, man gibt bei Google ein gute Kamera YouTube und ne, 10 Seiten, 10 verschiedene Meinungen. Auf jeden Fall, da spare ich so ein bisschen nebenbei hinterher, so also irgendwie so ein bisschen Geld, was nicht so flüssig gebraucht wird irgendwo. Und dass ich mir es dann vielleicht irgendwann mal hole, um auch ein bisschen bessere Qualität zu haben. Ganz einfach, weil ich halt Spaß dran habe, euch die möglichst beste Qualität abzuliefern. Ja, aber wie gesagt, macht denn erst wirklich Sinn, aber dann würde ich das gerne machen. Da habe ich aber einen kleinen Tipp für dich. Und zwar schau mal bei Mirko von Mirkos Kosmos dabei. Der hat jetzt erst vor einer Woche, glaube ich, oder so, ein Video zu so einem Nintendo-Spieleberater gemacht. Schau da mal vorbei, hat der echt gut gemacht.
So, und nutzt du zum privaten Zocken, also ohne aufzunehmen, die Originalkonsolen oder immer das Retron 5? Eigentlich mittlerweile, man sieht es ja selber, das Super Nintendo ist nicht angeschlossen. Ist ja auch mein Originales von damals noch übrigens, was ich sehr schön finde. Also das Retron 5, und zwar aus Bequemlichkeitsgründen. Weil es ist super einfach, am modernen Fernseher anzuschließen. Es läuft alles prima. Vorteil ist natürlich auch, dass es trotzdem auch die Vorteile einer Emulation bietet, wie zum Beispiel Save States. Das heißt, wenn ein Spiel keine Speicher- oder Passwortfunktion oder nur eine Passwortfunktion bietet, die oft nicht gerade ideal ist, kann ich den jederzeit abspeichern, was so in mein Leben mittlerweile ganz gut eigentlich reinpasst. Von daher eigentlich immer mit dem Retron 5. Ist auch nicht perfekt, das Gerät, aber für die Anfordernisse ist das eigentlich ganz gut. Ich will auch irgendwann mal einen Test zu dem Retron 5 machen, um euch das etwas vorzustellen, weil ich habe das jetzt seit ungefähr 2 Jahren oder so, habe das intensiv in der Benutzung und vielleicht ist auch mal den Leuten mal so ein Langzeittest, sage ich mal, vielleicht auch mal interessant. Ist natürlich bei weitem nicht perfekt, das Gerät, aber ja, zu zocken, wie gesagt, aus Bequemlichkeitsgründen einfach. Weil ich auch keinen alten Röhrenfernseher irgendwo stehen habe. Und das ist, bei den alten Konsolen ist natürlich auch immer so eine Sache, die an die modernen Fernseher, Flachbildschirme und so weiter anzuschließen. Und deswegen das Retron 5 auf jeden Fall. Game Boy, Super Nintendo oder PC? Mit welcher Konsole hast du am meisten Zeit verzockt? PC. Eindeutig, PC. Also Konsolen waren ja damals ja nur, ja so, ja, sie waren halt da, aber PC, das hat mich irgendwie so rangezogen. Natürlich auch durch den großen Vorteil, dass man alle Spiele kopieren konnte. Deswegen war die Spielebibliothek da natürlich gleich wesentlich höher. Und PC hat mich halt immer so ein bisschen fasziniert, weil die ganze Vielfältigkeit und so weiter. Und bei mir kommt hinzu, also wenn, dann habe ich auch wesentlich mehr Gameboy gespielt als Super Nintendo. Und zwar, weil ich damals keinen Fernseher in meinem Zimmer haben durfte. Und dadurch natürlich nur, denn wenn die Eltern mal nicht da waren oder Mittagsschlaf gehalten haben oder ähnliches, konnte ich dann quasi im Wohnzimmer denn mit meinen Systemen spielen. Deswegen war da quasi die Spielzeit damals eingeschränkt. Und deswegen habe ich auch zu dem Gameboy eine wesentlich höhere Bindung. Und natürlich zum PC sowieso, weil der stand dann im Zimmer. Der war immer verfügbar und deswegen eindeutig PC. Also bis auf die frühen Sachen würde ich mich eindeutig als PC-Spieler bezeichnen. Hast du Weidi und Perodor vom Retro-Dreikampf, den ich natürlich gerne jenen empfehlen würde, habt ihr wahrscheinlich schon alle gesehen, aber ist ein super Projekt von uns dreien, finde ich, auch schon persönlich kennengelernt. Den Perodor leider noch nicht, da weiß ich noch nicht mehr ehrlich gesagt, wie der aussieht. An dieser Stelle viele Grüße, wenn du das sehen solltest. Es sind aber beides natürlich sehr sympathische Leute. Den Weidemann hatte ich die Ehre, vor ungefähr einem Monat auf der Pixelbörse in Düsseldorf kennenzulernen. Und für mich ist das so unwirklich immer, obwohl nicht immer, also Anfang des Jahres habe ich auch mal das NES-Kommando auf der Retro-Börse in Hannover kennengelernt, oder gesehen zumindest, wir haben jetzt nicht gesprochen, aber wir haben uns gesehen. Ich finde das irgendwie so komisch, man kennt die Leute nur aus dem Internet, nur aus den Videos, man hat das Gefühl, dass man die wirklich so gesehen relativ gut kennt, wobei man natürlich nur so eine gewisse Seite sieht. Aber die dann in echt zu sehen und auch die Stimme, dass sie auch wirklich so klingt und so weiter, ist das trotzdem immer so unwirklich. Also wir haben uns auf der Pixelbörse kurz am Anfang unterhalten, wollten uns dann, haben wir getrennt einen Rundgang gemacht und wollten uns danach eigentlich nochmal treffen, aber haben uns dann irgendwie aus den Augen verloren. Also der Weidemann, das ist, ich weiß, das schwärmen jetzt alle drüber, aber es ist einfach so, das ist so ein lieber, sympathischer Typ. Herrlich, war hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich denke mal, wird auch nicht unser letztes Treffen gewesen sein, würde ich mal fast so behaupten. So, das waren die Fragen von dir, lieber Walter Wind. Dann, wie gesagt, an dieser Stelle noch kurz Grüße und ich mache nochmal eine Trinkpause. So, weiter geht's. Und zwar mit dem Mirko von Mirkos Kosmos. Wie kam es dazu, dass du mit YouTube angefangen hast? Also, ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar habe ich immer so ein bisschen eine kreative Ader gehabt. Aber das Problem ist, ich habe keine künstlerischen Fähigkeiten. Ich bin eigentlich auch nicht so wirklich diese Rampensau, die sich immer in den Vordergrund stellt. Ich kann auch nicht gut zeichnen oder sowas. Aber so mit dem technischen Videoschnitt und so weiter, da kenne ich mich so etwas aus.
Und deswegen war das für mich so der logische Schritt, denn sowas zu machen, auch wie ich ja schon beim Weidemann, der Frage von Weidemann gesagt habe, einfach durch diese ganzen YouTube-Videos auch inspiriert wurde, sowas selber zu machen. Und ja, kann ich mal probieren, aber ihr wisst gar nicht, bevor ich mein erstes Video rausgeholt habe, diese Idee hatte ich schon länger im Kopf, aber wie viele Selbstzweifel ich auch hatte. Taugt deine Stimme was, wenn du da irgendwelche Voice-Over machst? Wie ihr vielleicht auch gemerkt habt, das erste Jahr habe ich mich ja auch, wenn denn überhaupt, sehr, sehr selten vor der Kamera gezeigt, weil ich auch einfach Angst hatte, wie reagieren die Leute auf mich und sowas. Im Nachhinein kann ich natürlich sagen, ihr seid alle so lieb an dieser Stelle. Nochmal vielen, vielen Dank an euch. Ich fühle mich so gut bei euch aufgenommen. Ihr habt immer so liebe Worte für mich. Das ist immer wirklich Balsam fürs Herz. Also wirklich vielen, vielen Dank für euer Feedback immer. Aber ich schweife wieder ab. Also ich mach gerne was Kreatives, Produktives, habe aber eingeschränkte Fähigkeiten, also mit der Hinsicht. Und deswegen war Videoschnitt und sowas, das ist ja das Logische einfach, weil auch von Gameplay her, ich muss ja nur spielen, das aufnehmen und ein bisschen schneiden. Das geht denn noch. Ich muss ja nicht irgendwie groß was selbst zeichnen oder sowas, glücklicherweise. Und wie ich ja auch beim Weidemann gesagt habe, ich habe diese Marktlücke entdeckt. Diese Tests, die ich so für mich gesucht habe, die habe ich halt einfach nicht gefunden im deutschsprachigen Raum. Und ich dachte mir, okay, da besteht eine Marktlücke und dann probierst du einfach mal. Dazu kam natürlich auch noch ein bisschen traurigeres Thema, dass ich privat durch eine nicht so gute Zeit gegangen bin. Leider immer noch. Also keine Angst, ist jetzt nicht schlimm, dass jetzt irgendwer stirbt oder sowas, aber ist halt privat keine schöne Zeit momentan für mich. Und daher ist es auch schön, bisschen was produktiv zu machen und sich in diese Arbeit natürlich reinzustürzen, um sich abzulenken. Bevor ich jetzt den ganzen Tag davor vor der Kiste hänge und einfach nur sinnlos spiele, dachte ich mir was Produktives und wie gesagt, diese lieben, lieben Worte von euch, die helfen mir persönlich immer viel weiter und erhält immer mein Herz und immer, wenn ein neuer Abonnent hinzukommt. Ich weiß, das sagt euch jeder, aber ich freue mich über jeden einzelnen Abonnenten und Feedback und Kommentar, und es haben sich auch schon so viele rausgestellt, die immer wieder kommentieren und wo man auch merkt, die gucken sich jedes Video an und denen gefällt das auch immer. Also das bringt mir immer so ein bisschen Licht in mein Leben rein, aber so viel zum Schwulzigen. Fangen wir weiter an. Welches Spiel steht im Moment ganz oben auf deiner Wunschliste? Super Metroid in der OVP, und zwar in der Big Box. Also es ist nicht so, dass ich das Spiel aktiv suche, weil das gehört auch bei weitem zu den teureren Spielen in der Big Box. Ich glaube so, also auch da der Weidemann, der hat anscheinend Talent dafür, also gönne ich ihm natürlich, ein Schnäppchen gemacht. Aber normalerweise, ich habe mal geguckt, so 150, 160 Euro im vernünftigen Zustand muss man da auf jeden Fall schon mal ja, einplanen, ohne jetzt, wenn man zu faul ist wie ich, ja, da jetzt irgendwie wochenlang, monatelang zu suchen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt aktuell nach einem guten Deal suche. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr weit oben auf meiner Wunschliste. Deswegen habe ich mir dieses Spiel auch noch nicht als normale Cartridge gekauft, also als normales Modul. Auch das ist, glaube ich, relativ teuer. Ich glaube, so 35, 40 Euro bezahlt man dafür, kann das sein. Ich habe die Preise nicht so exakt an dem Kopf. Aber ich habe halt Bock auf das Spiel, aber wenn wir das halt eben richtig haben, und deswegen, ja, das ist auf jeden Fall ganz weit oben bei mir. Hau mal zwei, drei Filmempfehlungen raus. Ja, das ist gar nicht so einfach, und zwar weil ich auf jeden Fall der Seriengucker bin, da könnte ich euch eher Empfehlungen geben, wobei jetzt auch nichts großartig was Besonderes ist. Also Serien kann ich euch sagen, Vikings, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, super gucken. Ja, Breaking Bad, sowas, das ist ja allgemein bekannt. Also ich bin mittlerweile echt ein großer Fan von Netflix geworden und den Eigenproduktionen. Die haben echt verdammt viel Gutes. Da kann ich auf jeden Fall hinempfehlen. Filme, ja, zwei, die ich immer mal wieder anmache, die vielleicht auch etwas ungewöhnlich sind. Aber der erste ist Schule, nennt der sich. Ich glaube, der kam Anfang der 2000er irgendwann raus, und zwar aus einem Grund, der kam raus, als ich Abitur gemacht habe, und der Film geht um diese Zeit des Abiturmachens und fängt das dann halt super ein, finde ich.
einfach diese Zeit des Abiturs, jeder, der es gemacht hat, diese Phase, wo man die Klausuren geschrieben hat und auf das Studium wartet und so weiter, das fängt das Gefühl einfach perfekt ein. Und ich mag auf jeden Fall deutsche Filme herrlich, die im Hochsommer spielen, wo die über Landstraßen und sowas fahren. Da geht dann so ein bisschen das Herz auf. Und welchen Film ich auch noch ganz gut finde, also ich beschränke mich jetzt eher mal so auf nicht so bekannte Filme. Also ich kann natürlich sozusagen wie 300, was ich einen super Film finde und so weiter, aber den kennt ja jeder. Ein Freund von mir mit Jürgen Vogel und Daniel Brühl, ich kann den Namen immer ganz schlecht merken. Sehr, sehr schöner deutscher Film, Komödie, mag ich sehr. Habe ich auch damals im Unikino mal gesehen. Also ist auch sehr empfehlenswert, schaut mal rein. Beides so leichtere Filme, sage ich mal, die man super gucken kann. Vor der Schule oder sowas ist bei dem heißen Wetter sehr schöner, leichter Stoff auf jeden Fall. Hast du was für Hörspiele übrig? Auf jeden Fall, aber ich habe keine Zeit mehr dafür. Also als Kind habe ich natürlich He-Man super gerne gehört. Es gab so eine Hörspielreihe von den Lego-Piraten, die habe ich hoch und runter gehört. Die drei Fragezeichen, die waren für mich damals immer zu gruselig. Ich weiß gar nicht wieso. Habe ich auch mal eine Phase gehabt, wo ich diese Sachen sehr, sehr viel gehört habe. Aber da ich mittlerweile jetzt nur noch Podcasts höre, wenn ich die Gelegenheit habe, habe ich eigentlich keine Zeit mehr leider für die Hörspiele. Aber bin ich immer noch großer Fan von. Aber auch da eher so von dem Oberflächlichen, sage ich mal, die jeder kennt. Also PKKG, Fragezeichen, He-Man, die Lego-Piraten, ich glaube schon etwas exotischer. Aber ja, sowas halt. So, das waren dann Mirkus-Fragen. Und kommen wir zum letzten. Und zwar zu dem guten WWW-Investor. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Haben wir ja mal ein paar Wörter gewechselt, aber dazu gleich mehr. Frage 1. Sammelst du querbeet oder hast du bestimmte Plattform Vorrang? Also so ein bisschen querbeet sammle ich schon, aber Vorrang haben eigentlich auf jeden Fall Gameboy-Spiele und Super Nintendo-Spiele. Ganz einfach, das waren meine eigenen Konsolen damals. Ich gucke schon mal ganz gerne nach links und rechts, mal hier und da ein Game Gear-Spiel oder auch ein NES-Spiel. Aber da liegt nicht mein Fokus drauf. Also aktiv suchen tue ich nach Gameboy und Super Nintendo Spiele. Wie gesagt, ganz einfach, es war die Konsole meiner Kindheit, da habe ich die beste Bindung zu. Sega auch mal hier und obwohl, ja, am Anfang vom Sammeln eigentlich schon. Aber ich habe einfach irgendwann gemerkt, ich kann nicht jedes System sammeln. Das geht einfach nicht. Und natürlich muss ich dazu auch sagen, so ein bisschen hat mich auch natürlich auch der Kanal in diese Richtung gelenkt. Weil ich möchte natürlich dann auch diese Spiele immer in Videoform verwursten. Und ganz einfach, Gameboy und Super Nintendo, die schneiden einfach am besten ab, was halt euer Interesse angeht. NES und Game Gear ist eher so, ja, da klickt man hier und da. Also sind die Systeme bei euch auch populär. Und das beeinflusst natürlich auch meine Suche und dass ich mich darauf aussehe. Natürlich mache ich jetzt nicht so, dass ich mich jetzt nach euren Vorstellungen sage, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber verrenke und dass ich es deswegen mache. Also auch vorher lag da eher mein Fokus drauf, aber das streamline ich jetzt quasi drauf. Was jetzt natürlich nur dazu gekommen ist, sind die alten PC-Spiele. Die sind natürlich von den Klickzahlen auch noch nicht so hoch wie die beiden, ist klar, es ist halt neu relativ. Aber da ist so mein Fokus drauf auf jeden Fall. Wie viel Platz hast du noch? Ja, also wie man sieht, ne? Da könnte noch ein Regal hin, hier hin. Also Platzprobleme habe ich eigentlich nicht. Hier unten, was ihr nicht sieht, die Regalfächer, die sind auch nicht aufgeräumt. Deswegen solltet ihr die auch gar nicht sehen. Da ist doch genug Platz. Also vor allen Dingen die Gameboy-Spiele, die nehmen ja auch nicht so viel Platz weg. Ne? Also geht eigentlich. Also ein bisschen was kann noch kommen. Ne? Also nochmal so viel auf jeden Fall. So, und jetzt die dritte Frage. Gold oder Silber? Und da werden sie meist wahrscheinlich ein Fragezeichen über dem Kopf haben. Hä? Was hat denn das jetzt damit zu tun? Und zwar haben wir uns ja, wie gesagt, bei Facebook so etwas ausgetauscht und haben wir festgestellt, dass wir so ein bisschen Interessengleichheit haben, auch außerhalb der Videospiele. Und zwar arbeite ich bei einem großen Edelmetallhändler und wie der Name WWW-Investor ja schon sagte, beschäftigt er sich natürlich auch gerne mit
Geldinvestitionssachen und da haben wir natürlich eine Schnittmenge. Also ich arbeite für eine Firma, wo man Gold und Silber ja so als physisch, also als Münze oder Barren sich kaufen kann, so als Geldanlage, relativ nahe zum Goldkurs und so weiter. Das will ich nicht so groß ausführen, weil es soll keine Werbung für meine Arbeit sein. Und daher kommt die Frage, und zwar kann ich ganz eindeutig eigentlich sagen, Silber. Also ich mag Silber mehr. Hat natürlich Nachteile durch die Besteuerung. Gold ist ja von der Mehrwertsteuer befreit, wenn ihr euch der Münze und Barren kauft. Silber leider nicht. Durch einen kleinen steuerlichen Trick kriegt man die Steuer etwas gedrückt. Und hat den Vorteil, dass die Münzen natürlich anlaufen. Ihr kennt es alle vom Silberbesteck. Das früher oder später läuft das an und so weiter. Aber ich weiß nicht, ich finde Silber irgendwie schön. Wenn man mal so eine richtig fein Unze Silber in der Hand gehabt hat, das ist ein schönes Gefühl. Und ganz einfach, für eine Goldunze müsst ihr momentan, ich glaube, so 1100 Euro Pi mal Daumen bezahlen. Also ganz, ganz grob, ne? Und für eine Silbermünze, also dieselbe Gewichtseinheit, also die Sachen werden in einer Unze Größen gehandelt. Eine Unze ist umgerechnet so ungefähr 31,103 Gramm. Und im Vergleich, eine Unze Silber kriegt ihr für 17 Euro ungefähr. Also ich habe die Preise eher etwas höher angesetzt. Ich hatte Urlaub, ich habe die Kurse nicht verfolgt, keine Ahnung. Und so hat man natürlich auch schon mal, ach ja, das Motiv gefällt dir. Nimmst du mal mit und so weiter. Also viele sagen, empfehlen ja immer so von wegen, wenn man Geldanlage macht, so 70% Gold, 30% Silber. Ich würde es eher so auf 50-50 ungefähr mischen. Silber hat nämlich den großen Vorteil, finde ich persönlich, ist schrecklich unterbewertet. Und ihr müsst ja bedenken, Silber ist überall. Ja, Silber ist exzellent leitfähig elektrisch, das ist in Computern drin, das wird in Medizin benutzt, weil das schön steril ist und so weiter. Also ich will jetzt nicht groß jetzt hier zum Edelmetallprediger werden, aber auf jeden Fall Silber. So, und dann Platin oder Palladium, eigentlich gar nichts von beiden, weil da habt ihr nämlich den auch den Nachteil von einer höheren Besteuerung und die Dinger werden eigentlich nicht so gefragt. Platin denkt natürlich jeder von wegen, oh gleich hier die große Platin-Medaille. Also es geht da meistens so, auch bei Spielen, um wieder den Bogen zu schließen, Silber, Gold, Platin und so weiter. Also Platin, Palladium, wenn ihr das mal wirklich so in physischer Form hat, also Palladium kennt eigentlich kaum einer, aber ist auch einer der Edelmetalle, was ja nicht so gebräuchlich ist und auch überhaupt nicht bekannt ist. Aber die sehen von der Farbe her und so weiter, wenn ihr dann Barren Platin und Barren Palladium nebeneinander liegen habt, sehen die im Prinzip gleich aus. Selbst wenn ihr dann eine Silbermünze dazu legt, wenn ihr das nicht kennt und nicht geübt seid, Platin sieht fast aus wie Silber. Ist ein bisschen dunkler und so weiter, aber so auf einen flüchtigen Blick, wenn das Silber vielleicht auch so ein bisschen angelaufen ist oder so weiter, da seht ihr keinen großen Unterschied. Also jetzt für Ungeübte, ne? Also ich beschäftige mich natürlich damit, ich sehe das sofort, aber eigentlich dem Platin, würde ich sagen. Also die haben auch mal eher da, liegt da auch schön in der Hand, muss ich sagen. Platin. Tagmensch oder Nachteule? Das hat sich eigentlich geändert. Also als Student war ich eher so die Nachteule, also wobei natürlich jetzt nicht die Nacht durchmache, aber so 2-3 Uhr nachts ist man da schon mal aufgeblieben. Aber eigentlich jetzt, wo ich regelmäßig arbeite, bin ich zum Tagmensch gekommen. Also auch wenn ihr am Wochenende, ich kann nicht länger schlafen, also ich muss nicht ganz früh raus, ich stehe meistens so 6:45 auf, aber also am Wochenende, ich habe das so in diesen Rhythmus drin, dass ich dann auch spätestens immer um 7:30 oder sowas aufstehe, hat den Vorteil, man hat was vom Tag, man kann ihn noch nutzen, aber daher Tagmensch auf jeden Fall. So, schaust du gerne lange Videos, über eine Stunde, kommt drauf an, wenn sie gut gemacht sind, ja, ansonsten natürlich, okay, das ist eine blöde Antwort, ne? Ja, natürlich muss das Video gut gemacht sein. Also da kann ich euch zum Beispiel zwei Kanäle sehr, sehr, sehr empfehlen. Also wer Englisch kann, das sind beides englische Kanäle, aber wer den Kanal Ahoy noch nicht kennt, sofort hin, der macht auch teilweise über eine Stunde Videos. Das letzte war von Geschichte von Monkey Island. Die sind technisch, also die sind so super gemacht, die sind so aufwendig gemacht, die sind so professionell gemacht von dem Herren.
kommt natürlich jetzt nur alle 3-4 Monate mal ein Video, aber dafür sind die so exzellent gemacht. Also seit jetzt von Monkey Island und Quake ist das vorletzte, glaube ich. Die sind beide über eine Stunde, die liebe ich, die gucke ich mir natürlich gerne an. Oder der YouTuber Lindy Beige. Und zwar bin ich großer Geschichtsfan, der macht auch immer sehr schöne Videos, geschichtliche Videos einfach. Der kann das super rüberbringen, super erzählen. Gucke ich also auch gerne mal über eine Stunde, muss ich sagen. Also jetzt, wo ich so sehe. Aber wie gesagt, kommt natürlich drauf an, wie sie gemacht sind, was für ein Thema das ist. Wenn es natürlich da keine Substanz dahinter ist und viel Füllmaterial und sowas, dann natürlich nicht. So, das waren eure Fragen. Ist, glaube ich, etwas längeres Video geworden, aber danke, dass ihr reingeschaltet habt. Und nochmal danke für die 300 Abos und für eure Fragen. Danke, dass ihr reingeschaltet habt und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.